Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen Video und heute gibt es mal einen Mix aus FIFA und Fortnite News, also ein FIFA-Fortnite-Talk könnte man sagen. Wieso mache ich jetzt auch Fortnite dazu? Das ist jetzt erstmal einmalig, ich habe nicht vor, das jedes Mal dazu zu packen, aber ich habe einfach zwei Dinge rausgefunden, die ich verdammt interessant finde und die ich jetzt auch hier in diesem Video ansprechen will. Wir beginnen aber erstmal mit einem FIFA-Thema und zwar ist Real FIFA, also Max, jetzt auch E-Sportler. Wie viele andere, zum Beispiel Prones oder Erne, ist er jetzt eben auch in der E-Sport-Szene vertreten. Er hat bei Nordic unterschrieben, ein ziemlich neu gegründetes E-Sport-Unternehmen, ein E-Sport-Verein, der erst 2018 in Erscheinung getreten ist. Und da ist Max jetzt eben unter Vertrag. Mal schauen, ob er in Zukunft etwas reißen wird. Er hat ja, glaube ich, noch nie ein 40-0 geschafft. Ich glaube, er hat als beste Leistung vor kurzem ein 39-1 geschafft, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und deswegen wird es auf jeden Fall spannend, ob er sich in der FIFA-Szene, in der E-Sport-FIFA-Szene durchsetzen kann. Weiter geht's damit, dass Tizi Schubech angeblich in Fatal betrogen haben soll. Und zwar haben die zufällig gegen Max Gaming TV gespielt und dort in der 8. Minute bei einem Spielstand von 0-1 einfach mal gequittet. Daraufhin hat Max Gaming TV natürlich ein Video hochgeladen, wo er das Ganze anspricht und natürlich auch Beweismaterial liefert. Tizi Schubech hat darunter kommentiert, dass der Teamname Schwelles ist und nicht Fatal 2, wie es in dem Fall eben gehört hätte. Also sie haben immer, wenn sie eine Aufnahme machen, den Teamnamen Fatal 2 oder irgendwas halt mit Fatal am Start und in diesem Fall war der Teamname halt wirklich nicht Fatal, sondern eben Schwelles. Ob es jetzt wirklich ein Fake ist oder nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich kann euch nur das Video von Max Gaming TV verlinken, wo er eben Tizi Schubech anklagt, sage ich mal. Und Tizi Schubech hat darunter einen Kommentar geschrieben. Das solltet ihr euch einfach mal anschauen, falls euch das weiter interessiert. So, das nächste Thema ist auch das letzte FIFA-Thema. Und zwar geht es hier nochmal kurz um den WM-Modus. Und zwar möchte ich euch da einfach nur weiterleiten auf das Video vom Mo, ein guter Kollege von mir. Und der hat eben auch ein Infovideo zum WM-Modus rausgeklatscht. Ich selbst habe auch schon mal eins gemacht. Ich verlinke euch einfach mal beide Videos in der Beschreibung. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Der könnte vielleicht schon in einer Woche rauskommen. 8. April ist so ein Datum, wo er eventuell rauskommen könnte. Mal schauen, ob das stimmen wird. Checkt auf jeden Fall die Videos zum WM-Modus 2018 ab. Okay, dann geht es jetzt auch schon rein ins allererste Fortnite-Thema. Hier wurde ein Automat gefunden, bei welchem man Holz für Waffen eintauschen kann. Unfassbar krass, sowas gab es absolut noch nie. Ich spiele ja selbst erst seit circa einem Monat Fortnite, aber sowas finde ich extrem interessant. Und sowas macht Epic Games extrem gut, dass sie da eben solche Sachen auch reinpacken. Tatsache ist, dass jemand mal bei einer Ruine gelandet ist und dort dann plötzlich so ein Automat erschienen ist, bei dem er irgendwie wirklich Holz gegen eine Waffe austauschen könnte. Der Clip geht leider wirklich nicht weiter, also man sieht nicht, ob er das wirklich einwechseln kann oder nicht, aber ich finde es einfach nur mega interessant, schreibt mir dazu auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Denkt ihr, das ist absoluter Bullshit, denkt ihr, das ist Fake oder ist es kein Fake? Es wurde dann nämlich noch ein weiteres Bild veröffentlicht auf der spanischen Seite von Fortnite auf Twitter und zwar war dort bei Lonely Ludge auch so ein Automat zu sehen. Man sieht das ja oben auf der Karte, dass er dort bei Lonely Ludge direkt neben dem Haus steht. Ob da wirklich ein Automat ist, kann ich bezeugen und zwar ist es keiner dort, aber angeblich ist es so, dass der da nur manchmal spawnt, also dass der nur manchmal dort ist. Ich denke, sowas ist extrem interessant und ich finde es extrem cool, dass Epic Games solche Sachen mit reinpackt. Es kann natürlich auch kompletter Fake sein und dass Epic Games überhaupt nichts damit zu tun hat, dass diese Videoclips oder diese Bilder nur Fake sind. Ich denke aber schon, dass da was Wahres dran ist. Schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare rein. Beim letzten Thema geht es darum, dass eventuell ein Meteorit in Tilted Towers einschlagen sollte. Es ist nämlich tatsächlich einer auf der Map erschienen und der wurde wirklich einprogrammiert. Also den sieht man wirklich am Himmel oben, dass da eben einer runterstürzt, sage ich mal. Er bewegt sich nicht wirklich, aber er ist auf jeden Fall schon mal einprogrammiert. Und es gibt Teleskope, die genau auf diesen Meteorit zeigen und somit irgendwie ein Warnsignal von sich geben. Denn das ist irgendwie schon sehr, sehr komisch. Wieso haut Epic Games auf einmal sowas rein? Ja, anscheinend wird der irgendwann einschlagen, anscheinend wird der irgendwas auf dieser Map zerstören. Und viele gehen jetzt davon aus, dass es eben Tilted Towers sein wird, weil viele Leute davon genervt sind, dass alle dorthin gehen und die anderen Städte und Dörfer
oder die anderen Places einfach dadurch viel, viel weniger besucht sind und dadurch auch viel, viel uninteressanter für die Spieler geworden sind. Ob dieser Meteorit da wirklich einschlagen wird, ist natürlich fragwürdig. Was aber noch eine coole Info ist, auf den Teleskopen sieht man eine Landschaft. Ja, da sieht man nicht Tilted Towers, sondern eine Landschaft. Und diese Landschaft soll angeblich genau dort gewesen sein, bevor Tilted Towers gekommen ist. Also es gab ja schon mal eine Map ohne Tilted Towers. Und diese Landschaft, die eben genau an dem Fleck war, wo jetzt Tilted Towers ist, die soll in den Teleskopen zu sehen sein. Das deutet schon einiges darauf hin, dass da in Zukunft ein Meteorit einschlagen wird. Ob er wirklich Tilted Towers trifft, ist komplett fragwürdig. Es kann natürlich auch einfach eine andere Stadt treffen oder einen anderen Place. Aber ich denke, wenn Tilted Towers zerstört werden sollte, wird irgendwas kommen, sodass es wieder einen Ort gibt, wo viele Leute hingehen können, beziehungsweise wo einfach so ein Main Spot ist. Denn Tilted Towers ist halt wirklich der Main Spot von Fortnite, kann man schon so sagen. Und sowas wird es, denke ich, wieder geben, denn es gibt einige Spieler, wie mich im Moment auch zum Beispiel, die wollen einfach spielen, die wollen dann auch direkt fighten. Die wollen jetzt nicht 10 Minuten rumlaufen, bis dann mal der erste Gegner daher tadelt, sondern die wollen wirklich direkt fighten. Auch wenn sie direkt sterben, ist komplett egal, aber die wollen halt wirklich direkt ins Geschehen und die wollen dort auch sich verbessern und so. Und deswegen ist es, finde ich, gut, dass es so eine Stadt gibt. Es gab auch irgendwie das Thema, dass es dort zu viel laggt, weil die Server natürlich dann überlastet sind, wenn alle auf einen Fleck gehen. Es ist besser, wenn sich die Spieler aufteilen. Was jetzt genau passieren wird, weiß man natürlich nicht, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft irgendwo auf der Map ein Meteorit einschlagen wird. Ich habe euch dazu noch zwei Videos verlinkt, schaut euch die gerne nochmal an, falls euch dieses Thema weiter interessiert. Okay, dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und natürlich auch unterstützen. In der Weekend League stehe ich im Moment 21:5 übrigens, das heißt, diesmal ist vielleicht Elite wirklich drinnen. Ich will es nicht so laut aussprechen, denn dann schaffe ich es wahrscheinlich eh wieder nicht. Also ich müsste jetzt aus den nächsten 14 Spielen ein 8:6 holen, um Elite 3 zu holen. Ich denke, das ist irgendwie drinnen. Ich gebe mein Bestes und damit war es das auch mit dem Video. Check gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich bin raus, habt immer High Hopes, bis dann und ciao.